Alain, Alain. Where is John Alain? Alain, Alain. Wer ist John Alain? Jedes Ich ist allein. Ganz allein in seiner einzigartigen Ichhaft gefangen, in der Ichhaftigkeit. Allein, wo ist schon allein? Das Ich ist allein, ganz allein in sich selbst, in der Einmaligkeit. In der Einmaligkeit seiner selbst ist das Ich ganz allein, weil es gibt kein zweites Ich, nur das einmalige Ich. Und dann sehe ich ein anderes Ich, doch nur in Gedanken, denn ich bin ganz allein, so wie ich bin. Bin ich ganz allein. Doch wie mich wer sieht, so sieht mich keiner, weil mich keiner sieht, bin ich ganz allein. Und was noch erstaunlicher ist, ich kann mich selbst auch nicht sehen, weil ich schau ja noch da und nicht noch hierhin. Weil ich kann mich nicht sehen, weil ich alleine bin. Um mich zu sehen, da bräuchte es zwei von mir. Doch wer wird mich dann sehen? Nur die eine Hälfte würde die andere Hälfte sehen. Also könnte ich mich nicht ganz sehen, sondern immer nur halb. Allein, ganz allein. Du brauchst nicht traurig zu sein, denn du bist ganz allein. Und all die anderen sind leider nur Gedanken von dir, die sich mal besser und mal schlechter anfühlen. Manchmal sind die Gedanken ganz körperlich und sensuell, sensitiv, sinnlich erfahrbar. Doch schau genau, du bist ganz allein, ganz allein, ganz allein. Ich bin ganz allein. Und ist es dir langweilig, ist es mir langweilig, nur weil ich allein bin? Dann brauche ich die Illusion, dass noch was anderes gibt als mich. Dann muss es noch was anderes geben als diese Alleinheit. Dann baue ich ein Gefühl auf, dass ich getrennt bin von dem, was ich sehe und was ich neugierig werden kann und entdecken mag. Das, was ich nicht kenne, was ich nicht zu sein bin. Nein, das war falsch. Ich weiß eh nicht, was ich bin, und dann kann ich mich freuen, etwas zu entdecken, was ich scheinbar nicht kenne. Ich tauche in mir ein, in mein unbekanntes Sein. Wer taucht ein? Kann ja nur ich sein, weil ich bin ganz allein. Wiggity-ding-a-goo-goo. Alive.